herzlich willkommen bei Himmlisch. Ich zeige euch heute ein super schnelles Blitzdessert mit Oreo-Keksen. Ich habe mir dafür vorbereitet, ihr braucht im Prinzip echt nur drei Zutaten. Das heißt einmal Oreo-Kekse, geschmolzene Butter und Schlagobers. Ich habe mir jetzt einmal die Kekse vorbereitet. Ich zeige euch, wie wir das machen. Wir teilen uns jetzt den Keks. Das heißt, wir drehen das so auseinander. Jeder, der schon mal einen Oreo-Keks gegessen hat oder eine Prinzenrolle, weiß, wie das geht. Das heißt, auseinander. Die eine Kekshälfte kommt bei mir in den Food-Prozessor. Wenn ihr so einen Mixer nicht habt, könntet ihr das jetzt einfach auch in einen Plastiksackerl geben und nachher dann klein zerbröseln. Das sage ich euch dann noch. Das heißt, der Keks kommt hier rein und die Creme holen wir uns einfach nur mit dem Messer, schaben wir uns runter in ein anderes Gefäß und der andere Keks kommt wieder in die Schüssel. In den Mixer. Das mache ich mal jetzt mit allen Keksen so. Hoppala. So nicht. Also ich habe die Kekse jetzt zerteilt. Bei mir ist hier der Keks drinnen, hier ist die Creme drinnen. Die Kekse werde ich mir jetzt fein mahlen mit dem Mixer. Wenn ihr so einen Mixer nicht habt, habe ich euch ja vorher schon gesagt, tut es einfach die Kekse in einen Plastiksackerl, verschließt das und dann vorsichtig mit einem Nudelholz, mit so einem Nudelwalker, einfach auf die Kekse draufklopfen oder mit den Händen einfach zerdrücken, sodass ihr die Kekse in euren Händen mahlt oder dann eben mit dem Nudelwalker drüber. Dann kriegt ihr eigentlich auch super feine Bröseln hin. Ich mache es jetzt aber mit dem Mixer. Das geht ja relativ schnell. Das heißt, die sind jetzt richtig schöne, feine Brösel. Wobei, so fein sind sie gar nicht und das ist vielleicht auch besser, weil dann habt ihr noch so ein bisschen eine Konsistenz drin. Und ich nehme jetzt von diesen Keksbröseln, tue ich mir jetzt ein paar Löffel einfach mal beiseite. Ich sage jetzt mal so ein Drittel davon, nein, ein Drittel nicht. Drei Esslöffel, vier Esslöffel. So, weil die kommen dann später obendrauf. Und hier zu den restlichen Keksen kommt jetzt die geschmolzene Butter dazu. Ich tue das jetzt noch einmal kurz durchmixen, dass es sich einfach nur vermischt. Und jetzt kommt das Ganze, also diese Butter-Keks-Mischung, jetzt in eine Form. So. Das verteilt ihr euch am Boden und tut es ein bisschen andrücken. So, das ist einmal unser Keksboden. Der kommt jetzt einfach einmal auf die Seite, der kann schon mal durchziehen und die Butter wird jetzt wieder fest. Und somit kriegt das dann ein bisschen Stabilität. Gut, die Kekse können jetzt durchziehen und jetzt machen wir gleich die Creme. Dazu habe ich jetzt meine Oreo-Kekse eben in dem Behälter und... Da kommt jetzt einfach im Prinzip nur das Schlagobers dazu und dann wird das steif geschlagen. Ich tue mir jetzt nur kurz einmal die Creme von den Keksen ein bisschen durchrühren. So, und da kommt jetzt das Schlagobers dazu. Und das tue ich mir jetzt cremig schlagen. So, das Schlagobers habe ich mir jetzt schön aufgeschlagen. Ich musste jetzt zwischenzeitlich nur die Schüssel von meinen Oreo-Keksen wechseln und mir die Kekse nochmal aufschlagen, weil mein lieber Kameramann mir die Schüssel zusammengekaut hat. Und somit habe ich jetzt eine andere Schüssel, nur damit ihr euch nicht wundert, aber es bleibt alles beim Alten. So, die Kekse sind da drinnen, schön angedrückt und jetzt kommt das Schlagobers mit der Creme von den Oreo-Keksen da jetzt dazu. So, und das verteilen wir uns jetzt einfach nur da drinnen, damit es dann auch einfach ein schönes Bild macht und nicht so, die Schüssel nicht so angeschmiert ist. So, und zu guter Letzt kommen jetzt noch die restlichen Bröseln drauf.
Ich mache das jetzt mit den Fingern, sie sind gewaschen. Und die tun wir uns jetzt eigentlich dann nur so schön noch verteilen. So, und das war es eigentlich auch schon. Geht mega schnell. Bei mir kommt das Ganze jetzt aber doch noch für 2 bis 3 Stunden auf jeden Fall einmal in den Kühlschrank. Und damit man dann einfach, damit es wirklich gut durchziehen kann und die Aromen durchziehen und man auch einen schönen Anschnitt hat. So, bei mir war das Ganze jetzt 3 Stunden in der Kühlung. Es ist fertig. Ich werde euch den Anschnitt jetzt aber nicht im Video zeigen, weil das bekommt nämlich eine Freundin von mir zum Geburtstag. Ein totaler Oreo-Liebhaber. Aber ich zeige euch dann ein Foto von der Geburtstagsfeier. Wenn sie es dann rausgelöffelt hat, werde ich euch dann ein Foto zeigen, wie es ausgesehen hat. Ich bin gespannt, wie euch das Video gefallen hat. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ihr auch Oreo-Keks-Fan seid oder was ihr so gerne halt einfach mögt. Lasst mir ein Abo da, einen Daumen da. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis bald. Tschüss.